Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei RumsingsMido und herzlich willkommen hier zum Donnerstag-Part, denn wir haben heute Donnerstag, den 15. Januar 2015 hier im 27. Part der zweiten Staffel und zum 83. Gesamtpart. Wir stehen heute hier vor dem 15. Spieltag der Scottish Premiership mit den Begegnungen Celtic Glasgow gegen FC Motherwell, FC Dundee gegen Dundee United, das Dundee Stadtderby, Hamilton Academical gegen Kilmarnock, Patrick Sistel gegen St. Johnson und St. Mirren gegen den FC Aberdeen und unsere Partie, nämlich die Partie von Ross County gegen Glasgow Rangers. Nach dem Sieg zuletzt gegen Celtic Glasgow im prestigeträchtigen Old Firm wollen wir jetzt an unsere gute Form hier anknüpfen und sagen unserer Mannschaft heute: Gebt euer Bestes und damit auf geht's, Glasgow! Und damit moin moin und herzlich willkommen. Hier in Ross County in Dingwall stellen sich Darren Adams und Zwingsmido an der Seitenlinie gegenüber. Die ersten 6 Minuten ist hier nichts passiert. Und es ist jetzt hier die zweite Aufnahme mit Fraps. Mal schauen, wie das wird von der grafischen Aufmachung her. Wir haben die erste Chance, 10. Minute. Welch ein Konter der Glasgow Rangers. 2 schnelle Pässe, dann ist Martial alleine auf dem Weg zum Tor. Grant Munro eilt herbei, aber Martial mit einer blitzschnellen Drehung und einem genialen Querpass auf Daly. Der hat nur noch Mark Brown vor sich. Und er schrottet wohl drauf an die Oberkante der Latte. Da wackelt das Gebälk. Leider nicht das 1:0 für uns, aber dennoch eine gute Möglichkeit hier. Für John Daly und es hat aufgehört zu regnen. 16. Minute, nächste Möglichkeit, Lazaro auf Martial, doch der Franzose steht hier im Abseits. 18. Minute, nächste Möglichkeit, Lazaro sieht auf rechts El Haddadi, dessen Flanke John Daly mit dem Kopf erreicht. Es ist Mark Brown zu verdanken, dass es nicht 1:0 steht. Na, herzlichen Dank hier Mark Brown, der Kasten Hüter von Ross County, der hier noch Schlimmeres verhindert. Chance jetzt für Ross County. Cameron Bell hat mit einer abgefälschten Flanke von Graham Carey seine liebe Mühe, aber fängt den Ball letztlich doch. Und nochmal die Möglichkeit. Nach Ecke von Steven Saunders. Gary Glenn und Olkowski steigen zum Kopfball-Duell hoch, aber Olkowski kann sich durchsetzen. Bell muss nicht eingreifen. Bisher haben wir noch keine Tore zu verwenden, aber es dauert nicht mehr lange. Hoffentlich. 21. Minute. Berardi vernascht rechts im Strafraum Ben Gordon. Der passt dann scharf in die Mitte zu Martial, der aus 4 Metern einschiebt. Doch der junge Stürmer befand sich im Abseits. Und der Treffer wird zurecht nicht gegeben. Es darf doch nicht sein hier. 23. Minute. Steven Saunders verursacht unbedrängt einen Eckstoß gegen seine Mannschaft. Hoffentlich wird er auch hier was. 23. Minute. Kommt gut herein von Ian Black, erste Ecke der Partie, aber Mark Brown pflückt den Ball hier trotzdem sicher herunter. Aber wir bleiben dran, Freistoß von rechts, Ian Black. Die Freistoßflanke von Ian Black missglückt völlig und wird gerade aus diesem Grund brandgefährlich. Mark Brown blickt völlig überrascht hinter, als der Ball auf der Querlatte aufschlägt. Gute Möglichkeit dennoch hier von Ian Black. Ross County kommt jetzt kaum auf der eigenen Elfte heraus. Die Zuspieler der Rangers in die Spitze finden aber noch keinen Abnehmer. Und Ross County jetzt mit der Möglichkeit. 27. Pass von Mark Locke wird von Alex Pierce abgefälscht. Der Ball springt vor Gary Glenn und er verwandelt zum 1:0. Na tolle Wurst, na super Wurst hier. 6. Tor der Saison für Gary Glenn. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf schon wieder nicht wahr sein. Nach einem Einwurf ist Graham Carey links durch, flankt nach innen. Nein. 2:0, Gary Glenn, Doppelpack. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Wir waren in der Trankphase. Und die jetzt mit dem Doppelschlag. Cameron Bell pariert den Schuss von Peter Pavlet. Den Abpraller verpasst Zaganowski noch knapp. Na, ein 3:0 jetzt, das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen. Der 2:0 ist auch schon eine Katastrophe. Aber wir würden dennoch auf dem zweiten Platz bleiben.
Und jetzt diese Chance hier. 43. Spielminute, Ecke von Ian Black. Ian Black mit einer guten Flanke, die Martial findet, der einfach den Fuß hinhält. Mark Brown steht jedoch goldrichtig und pariert. Na, tolle Wurst schon wieder. Das Spiel wird pünktlich auf die Sekunde beendet. Und Ross County führt hier mit 2:0. Die Glasgow Rangers machen das Spiel. Ross County die Tore. Na, das ist wirklich korrekt hier. Besser hätte man es nicht formulieren können. Und es ist ein Spiel, das eigentlich nicht zu begreifen ist. Wir hatten ja so ein ähnliches Spiel gehabt vor kurzer Zeit. Es war ja zuletzt gegen FC Kilmarnock, wo wir unglücklich mit 3:1 verloren hatten. Das müsste der aktuelle Tagespart sein, an dem ich hier aufnehme. So, wen haben wir denn noch hier zu verarzten? Halbzeitansprache. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Und dann können wir jetzt reingehen. Ich habe jetzt noch, bevor der Part gestartet ist, jetzt noch versucht, Gaccherini abzugeben, da wir ja mit Timo Röcker und Signorino zwei gute Leute haben auf der Position. Von daher, er als Nummer 3 da nicht gut hinpasst. Und jetzt haben wir die Chance, 46. 100%ige. Abgefälschter Schuss, geht aber einen Meter vorbei. John Daly. Schade. Abgefälschter Ball, das bedeutet Ecke. Durch Ian Black die dritte in der Partie. Die Ecke kommt auf den Kopf von Alex Pierce, der vollkommen frei steht. Dieser hat keine Mühe, aus 4 Metern Mark Brown zu überwinden. 1:2 Anschluss durch unseren Kapitän Alex Pierce mit seinem ersten Saisontor, vierte Vorlage von Ian Black. Jetzt noch das 2:2, klares Foul von Pavlet an Berardi im Strafraum. Es gibt Elfmeter und Gelb für Pavlet. Heiliger Gott, vielen, vielen Dank. Jetzt der Elfmeter. Elfmeter in Lingwall. John Daly zeigt die rechte obere Ecke an. Relativ langer Anlauf. Mark Brown springt nach rechts, aber der Schuss geht genau in die Tormitte. Da hat er sich trotz aller Bemühungen einen Bruchteil einer Sekunde zu früh entschieden. 2:2 der Ausgleich. John Daly. Wir sind wieder zurück. 8. Saisontor für John Daly. Und 2:2. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Punkt. Und die Drangphase. Eine verunglückte Kopfballabwehr landet bei El Haladi, der es mit einem Schuss aus 17 Metern versucht. Er trifft aber nur John Daly. Und jetzt bringe ich dann erstmal noch Tranquillo Barnetta, der ja im Hinspiel 2 Treffer markieren konnte gegen Ross County. Erstmal die gelbe Karte für Martial. Er schiebt den Arm weg und der erfahrene Routinier geht etwas theatralisch zu Boden. Die gelbe Karte für Martial, der jetzt von mir die Anweisung bekommt, von den Tacklings hier herunterzuschalten. Und jetzt der Wechsel. Tranquillo Barnetta für Mounir El Haddadi. Der Schweizer mit seinem Einsatz jetzt hier für uns. 60. Das Stadion hier von Ross County ist ausverkauft. Ist zumindest doch mal gut für die Einnahmen. Und Scott Boyd kommt jetzt für Steven Saunders, also neuer Rechtsverteidiger. Wir wechseln dann auch, bringen Kevin Kyle für den Gelbverwandten. Anthony Martial, der mit einer 2,0 ein klassisches Spiel gemacht hat. So, jetzt Kevin Kyle für Martial in der Partie. Und der letzte Wechsel wird dann die Einwechslung sein von Fers Baluli. Schwierige Entscheidung in Dingwall. John Daly nimmt den Ball irgendwie an und trifft für die Glasgow Rangers. Doch sofort bildet sich eine riesige Spielertraube. Der David Wilson und reklamiert Foulspiel. Deleuze wurde angeblich umgestoßen. Da greift David Wilson zum letzten Mittel, fragt den Übertäter einfach selbst. Er deutet an, dass mit unfairen Mitteln durchgesetzt hat. Der Schiedsrichter bedankt sich, das Spiel wird stattdessen mit einem Freistoß für Ross County fortgesetzt. Wirklich klasse, Respekt hier für John Daly. Aber eigentlich wäre es besser geworden, wenn er es abgestritten hätte, weil so hätten wir die Möglichkeit zur 3:2 Führung gehabt. Und jetzt kommt Fers Baluli für Domenico Berardi. Zwar ist Baluli mit einer 59 da verloren, aber es muss ja nichts heißen.
War netter, tankt sich auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum, sucht den Abschluss, doch Keeper Marc Brompari seinen Schuss, der Abpraller verpasst Deli nur knapp. Und Branislav Micic kommt jetzt für Brian McLean. Und wir halten fest, es wurde nur komplett hinten in der Verteidigung gewechselt beim Gegner. 73. Minute, Baluli flankt mit Gefühl, Kevin Kall steckt schön hoch, verlängert mit dem Kopf aufs lange Eck. Marc Brown steckt sich, bekommt seine Hände ran, schade. Das Tor hätte ich Kevin Kall zu gerne gegönnt hier. Und wir sagen jetzt voller Angriff. 10 Minuten vor Schluss, Ross County mit der Möglichkeit. Saganowski legt auf Glock. Dieser ist aber ein Tick zu spät dran, so dass Cameron Bell den Outball aufnehmen kann. Und noch 10 Minuten hier bei Ross County. Wir momentan mit dem 2 zu 2. Und Grant Morrow jetzt mit der gelben Karte zupft Kevin Kall kurz am Trikot und er fällt klare gelbe Karte. Und es könnte doch eine Möglichkeit für Freistoß sein. Gab es wohl keinen, haben sich beide Mannschaften schon mit dem 2:2 angefreundet. Wir jetzt mit dem blauen Ball, aber ich hoffe mal, dass wir hier noch eine Chance haben in den 2 Minuten Nachspielzeit. Haben leider keine mehr. Wir holen immerhin nach 2:0 Rückstand hier noch einen Punkt durch die Tore von Alex Pierce nach Ecke von Black und Deli mit dem Ausgleich. Also wir können uns bei den beiden bedanken. Statistiken 62 zu 38%, Ballbesitz 15 zu 6 Chancen. In der Tabelle nach wie vor Zweiter, aber ich würde mal sagen, sehen uns dann gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 15. Spieltags der Scottish Premiership. Wir mit dem 2:2 heute gegen Ross County, 2:0 die Führung bereits zur Pause für Ross County. Wir haben dann durch den Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit durch Alex Pierce und John Daly ausgeglichen, konnten dann letztendlich trotz Möglichkeiten keinen Sieg mehr für uns einfahren. Ian Black, Spieler des Spiels, bei uns mit einer 2,0, beim Gegner Ben Gordon, der Linksverteidiger, mit einer 1,5. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Sonst von den weiteren Noten Martial noch mit einer 2, Lazaro 2,5 und Deli 2,5. Und bei den eingewechselten Spielern Kevin Kall noch mit einer guten Note. Jetzt zu den Statistiken, dort sehen wir 7 zu 2 Schüsse, 4 aufs Tor, 3 daneben, 10 zu 4 Chancen und 62 zu 38% Ballbesitz. Wir hatten wieder deutlich mehr Fansupport mit 4650 Fans gegenüber 1650 von Ross County und Ben Gordon, Spieler des Spiels, bei wechselhaften Temperaturen von minus 4 Grad im Dezember. Und jetzt hier die Ergebnisse der Scottish Premiership am 15. Spieltag. Hamilton Academical unterliegt Kilmarnock mit 0 zu 3. Ross County gegen Glasgow Rangers 2 zu 2. FC Dundee unterliegt Dundee United mit 2 zu 3. Aberdeen gewinnt 2 zu 1 gegen St. Mirren. Patrick Sistel 1 zu 1 gegen St. Johnston. Und Celtic Glasgow 4 zu 0 gegen den FC Motherwell. Erfolgreich, und wir sehen es hier, die Gewinne des Derby mit 4-0. In der Tabelle Aberdeen mit 42 Punkten, 12 Punkte Vorsprung. Dahinter wir auf Platz 2 mit 30 Zählern, auf der 3 Celtic Glasgow, auf der 4 FC Motherwell, Ross County auf der 5 und schlusslich FC Dundee mit 8 Zählern. In die Championship, dort sehen wir Livingston 6 Punkte Vorsprung vor Hibernian Edinburgh, Heart of Miss Lothian auf der 4, die 3 zu 3 gespielt haben gegen Queen of the South. Österreich, Red Bull Salzburg für SK Rapid Wien. In der B, Standard Lüttich vor Gent. In England, Chelsea vor Man United. In Frankreich, PSG vor AS Monaco. In Deutschland, Bayern vor Wolfsburg. Und Borussia Dortmund, Gladbach auf der 4, HSV und Leverkusen auf den Plätzen 5 und 6. Der Pokalsieger, Hoffenheim 7. VfB Stuttgart auf der 11. Und unten Lautern, Köln und Freiburg. In der zweiten Fußball-Bundesliga, wir sehen es hier, Bayern München 6 zu 1 Kantersieg. Zweite Bundesliga, Augsburg vor Paderborn und Braunschweig. Und unten Heidenheim, Bochum und der Aufsteiger aus Bielefeld. Dritte Liga, Stuttgarter Kickers verschaffen sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf, gewinnen 3 zu 2 gegen SV Darmstadt 98. Damit Energie Cottbus und Wien Wiesbaden sowie Ingolstadt auf den ersten drei Plätzen der dritten Liga. In Italien AC Florenz vor AC Mailand, in den Niederlanden PSV vor Ajax, Portugal
Braga vor Benfica Lissabon, Russland, ZSK Moskau vor Dynamo Moskau. In Spanien Real Madrid vor Barcelona, vor Atletico Madrid. In der Schweiz BC Young Boys vor dem FC Basel. In der Türkei Galatasaray vor Beşiktaş Istanbul und in Brasilien Internacional Porto Alegre vor Corinthians. Jetzt zu den Stimmen. Da sagte heute Ross County Derek Adams: Ich bin nur teilweise zufrieden. Unser Ziel war es, die Glasgow Rangers weit von den eigenen Tor fernzuhalten. Das ist nicht gelungen. Besonders in den letzten 15 Minuten war es ein Zitterspiel. Und Zitat, und ich heute, Pierce ist heute vorne weggegangen und war der überragende Leader der Mannschaft. Welchen solcher Vorstellungen ist er unser Mannschaftskapitän? Mal ein Lob von mir an unseren Mannschaftskapitän Alex Pierce. Und Zitat des Tages von Kenny Shields vom FC Kilmarnock: Billy Reid ist einer meiner Lieblingskollegen, aber nicht wegen der schönen Ergebnisse. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Spieltagsstatistik. Sehen wir heute Ian Black zum dritten Mal in der Elf des Tages, dann vier Celtic-Akteure mit Areola, Virgil van Dijk, Vacasso und Stokes. Und wir sehen hier Stokes heute Spieler des Spieltags, Teamleistung 6, Beste mit einem Schnitt von 3,18. In der Saison ein Schnitt von 3,01. Beste Spieler Sean Sutton mit 13 Saisontore, dann hinter Declan McManus. Chris Boyd auf der 4, Sean Daly unser Bester mit 8 auf der 5. Martial auf der 10, Kevin Kyle auf der 13. Und nach 15 Spieltagen Barry Murphy, Notenbester Mann mit einem Schnitt von 2,57. Unser Bester Ian Black auf Platz 16. Und im Fairplay sind wir nach wie vor fairste Mannschaft. Sehen hier einige Ausfälle und dann können wir auch in der Woche weitergehen. Und ich muss mich, glaube ich, jetzt hier dann beeilen, weil der Weltfußballer des Jahres müsste da jetzt gleich noch kommen. 4:0 klarer Sieg für Celtic Glasgow im Spitzenspiel. Patrick Sistel, St. Johnston unentschieden. Ausland, Krise bei Kuban Krasnodar verschärft sich nach der 0:1 Niederlage. Norwich City in der Realität angekommen. Und sehen jetzt hier die Angebote für Gecherini, den ich ja gerne abgeben möchte. Unter den Interessenten die Spielevereinigung Kräuter Fürth, die 320.000 für ihn bieten, 450.000 nehme ich mal an. 420.000 sind hier schon bereits geboten. Von daher würde ich sagen, akzeptieren wir. Er hat ja noch ein halbes Jahr am Vertrag, von daher ist es wirklich eine gute Einnahmequelle. Wir versuchen mal 450.000, wenn wir sie dann bekommen. Jetzt kommen wir doch noch zum Sonntag. Ablöseverhandlungen sind gescheitert. Mit Kräuter Fürth sind wir uns nicht einig geworden. Sehen hier ein paar Wechsel und jetzt müsste dann die Fußballerwahl kommen. Marco Reus hat verlängert bei Man City, Zieler bei Hannover, Tyson bei Schachtja Donetsk, Astori bei AS Rom, Boateng im Fokus von Chelsea. Er war ja früher mal auf der Insel nach dem Wechsel vom HSV zu Manchester City. Danach ist er ja zu Bayern gewechselt. Ron-Robert Zieler im Fokus von AC Mailand und Lassana Diarra im Fokus von AS Monaco. So, jetzt. Und es gewinnt Karim Benzema vor Kun Aguero und Gareth Bale. Können wir uns gleich nochmal angucken. Statusbericht Verletzungen. Ryan Gould noch 2 Wochen verletzt. Und Gecherini verlässt uns zum FC Brügge. Haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Transferbudget. Das können wir dann auch gleich wieder rüberspulen in die Gehälter. Mannschaft der Woche Ian Black. Können wir nichts Gescheites sagen. Sagen wir mal, du hast gut trainiert. Ablöseverhandlungen sind gescheitert und er wechselt ja zum FC Brügge. Und das sagt man dann: Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Gewinnt nochmal 10 Moralpunkte. Scouting abgeschlossen von Patrick Sistel. Und William Hughes. Hier mit einer 52 mit 15. Kann man mal mitnehmen. Oh Gottes Willen, das war jetzt gerade ein Freeze. Tut mir leid. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist im Hintergrund. Kann ich mir nicht so recht erklären. Zuschlag für den FC Brügge. Sehen Sie hier beobachteter Spieler leicht verletzt mit Olsen. Also irgendwas muss da sein. So, jetzt ist es wieder, naja, mittelmäßig.
In der Gruppe A, Manchester City und Atletico Madrid. Gehen hier weiter Hoffenheim in die Europa League. In der B, Real Madrid und Liverpool, Lazio Rom in die Europa League. In der C, Inter Mailand und Schachtar Donetsk, die weiterkommen, AS Monaco in die Europa League. Und in der D, Dynamo Moskau und PSG weiter Schalke in der Europa League. Und jetzt der nächste Spieltag, Kyle Hutton mit einem erreichten Trainingsziel. Jetzt die Änderung hier auf Platz 23. Bayern München ist weiter mit PSV Eindhoven, Mütiland in der Europa League. In der F, Steaua Bukarest und Dortmund weiter, Chelsea in der Europa League. In der G, Barcelona und Benfica weiter, Anderlecht in die Europa League. Und in der H, Manchester United und SSC Neapel, die weiterkommen, Fenerbahce in die Europa League. Also ist echt nicht feierlich, was da jetzt gerade abläuft. Vielleicht ist da irgendwas im Hintergrund, was ich mir nicht erklären lassen kann. In der A, Saint-Étienne und St. Gallen weiter. In der B, Gladbach und Villarreal. In der C, Spartak, Moskau und Lille. In der D, Sevilla und Stadtrennen. In der E, Hannover und Tottenham. In der F, Sporting und Kopenhagen. In der G, Basel und Lokomotiv Moskau. In der H, AC Mailand und BC Young Boys. In der J, Juventus Turin und Dynamo Kiew. In der J, Gent und Lyon. In der K, Bilbao und Alkmaar. Und in der L, Arsenal und Eintracht Frankfurt. So. Volkovs hat ein Trainingsziel. Das ist doch nicht mehr feierlich. Gaccherini zum Abschluss hat dann auch nochmal ein Trainingsziel erreicht. Also das war die letzte Aufnahme hier mit Fraps. Vielleicht habe ich auch keinen Platz mehr. Das kann natürlich auch sein. Olkowski Trainingsziel. Scouting abgeschlossen. Alle Spieler bekannt. Und dann kann man weitergehen zum Spiel gegen Hamilton Academical zu Hause. Gegen den Tabellen-9. Mal wieder vor ausverkauften Haus. Oh. Gegen unseren Lieblingsgegner. Zweiter gegen 9. Und dann können wir hier eigentlich auch weitergehen. Sehen es dann hier. 16. Spieltag, Motherwell gegen Ross County, Dundee United gegen Celtic und wir mit dem Spiel gegen Hamilton Academical. 9 News. Gucken wir uns natürlich an. Oh Gott. Ein Sternetalent. Marsalam. Würde jetzt der Ägypter sagen. So, Leon Rowe. Also es hat sich komischerweise wieder gelegt. Jetzt wieder 40 Frames, das ist soweit in Ordnung. So, ich kann es mir nicht erklären, was da vorher war. Alex Huber macht sich auch wirklich gut. Und hier in der Debatte muss ich wirklich noch gucken. So. Weil sich einige beschwert haben, wo ist denn mein Jugendspieler, ist er überhaupt noch da, ist er weg oder wie auch immer. Und dadurch, dass wir jetzt junge, neue Talente haben, ist es halt so, dass einige in der Versenkung verschwunden sind, die am Anfang schon mit dabei waren. Wie jetzt in der B der gute Moritz Brettschneider, der hier dennoch spielt. Trotz der Konkurrenz hier von Barry Ferguson und Abreu, der hier trotzdem die Möglichkeit kriegt, obwohl er mit einer 56 da stärker wäre, als ein Brettschneider mit einer 51, der zwar hochkommt, aber ich hole ihn jetzt mal für die zweite Mannschaft, damit er sich dann Leihbasis ausleihen kann. Ich würde mal sagen 70.000. Mal schauen, ob das klappt. Und jetzt müssen wir noch kurz in den Finanzstatus, wie gesagt, das noch ummodeln. So, sieht es doch hier ein bisschen gesünder aus. Sonstiges müssen wir noch hier erhöhen. So, dann stellen wir die Mannschaft auf. Olkowski bekommt eine Pause. Kyle Hutton wird spielen. Patterson kommt damit. Und für Alex Pierce
Lauf dann Morlon da anfangen. Und dafür wird dann Sefane mitkommen. Baluli wird dann rausgehen. Und Getscherini wird mitkommen. Oh, jetzt hat sich schon wieder hier... Ich verstehe das Spiel nicht, beziehungsweise das Aufnahmeprogramm ist eine Katastrophe. So. Kyle Hutton kümmert sich um Andrew Mitchell, Timo Röcker um Sachra, Molanda um Jamie Jansson und Gregor um James Keatings, der ja bei Baumi wirklich top unterwegs ist. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Kevin McLeod, unser Ex-Spieler, wird hier mal gedeckt. Louis McLeod, Entschuldigung. Und dann würde ich doch mal sagen, wenn es euch gefallen hat, trotzdem Daumen nach oben. Würde mich freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Sphinx Mido und Servus.